Hallo Leute, herzlich willkommen zu Stoner Frank und Frei. Heute zweite Folge und wir haben wieder ein ganz besonderes Thema hier, was wir heute mit euch besprechen wollen. Und das ist wirklich ein heißes Thema, ein kompliziertes Thema, in vielen eine widersprüchliche Sache. Es geht um Blut. Genauer gesagt, es geht um das ganz besondere Blut. Es geht um die Geschichte von dem Rhesusfaktor negativ und was es da alles auf sich hat. Und ich habe mir zu dem Thema einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast. Und es ist eine Frau, die sich schon lange auch mit diesem Thema beschäftigt und selber lange recherchiert hat. Also eine besondere Freude, dass sie heute mit mir zusammen hier ist. Denn ich schätze sie nicht nur wegen ihrem Intellekt und wegen ihrem intuitiven Aufnehmen auch von diesen Themen, sondern sie ist auch die Frau meines Lebens, meine Gattin. Willkommen hier bei Stoner. Hallo Shanti, schön, dass du am Start bist. Hallo, schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein zu diesem ganz besonderen Thema. Wir haben ja schon so oft auch über dieses Thema unter uns gesprochen. Und das ist eine Sache, an der wir auch schon lange, was uns irgendwie immer wieder beschäftigt. Aber jetzt wirklich so zur Einleitung auch für die Zuschauer. Um was geht es bei diesem Thema Rhesus negativ und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie ist das in dein Leben gekommen? Warum beschäftigst du dich damit? Woher hast du überhaupt von dem Thema gehört? Tja, schwierig da jetzt einen Anfang oder den richtigen Einstieg zu finden. In allererster Linie, ganz grob gesagt, geht es um das Thema Blut. Und zur Erklärung vielleicht am Anfang, wir haben unsere Blutgruppen, die ja, denke ich, mehr oder weniger jeder kennt. Zu den Blutgruppen oder dem Blutgruppensystem, was wir haben, also A, A, B und 0, kommt dann noch der Rhesusfaktor hinzu. Der Rhesusfaktor, der unser Blut bestimmt. Und wir haben zwei Rhesusfaktoren, das ist einmal der Rhesusfaktor positiv und einmal der Rhesusfaktor negativ. Und was dieses Thema so besonders macht, ist, dass diese beiden Faktoren sich nicht miteinander vertragen und damit grundverschieden sind. Was heißt, es verträgt sich nicht miteinander? Wie stellt sich das dar? Also was heißt, verträgt sich nicht? Das spielt im normalen Leben vielleicht nicht so die große Rolle, aber spätestens dann, wenn Frauen schwanger werden, spielt es eine Hauptrolle. Denn mit Feststellung der Schwangerschaft wird auch der Rhesusfaktor bestimmt. Das passiert meistens beim Frauenarzt, bei den ersten Blutuntersuchungen. Und da wird dann festgestellt, hat die zukünftige Mutter des Kindes den Rhesusfaktor positiv oder hat sie eben den Rhesusfaktor negativ? Und wenn sie den Rhesusfaktor negativ hat, dann ist es wichtig herauszufinden, was der Vater des Kindes für einen Rhesusfaktor hat. Und ist der dann eben positiv, dann kommt diese ganze Maschinerie, über die wir uns ja dann auch noch unterhalten werden, in Gang. Denn das Problem an der Sache ist, dass sich während einer Schwangerschaft gewisse Probleme ergeben können, wenn die Mutter des Kindes negativ und der Vater des Kindes positiv ist und das werdende Kind, was da heranwächst, auch den Rhesusfaktor positiv hat, heißt sich von dem der Mutter unterscheidet. Dann kommt es dazu, was in der ersten Schwangerschaft noch nicht so die große Rolle spielt, aber wenn dieses Kind auf die Welt gekommen ist und sofort nach der Geburt festgestellt wird, das Kind hat den Rhesusfaktor positiv, spätestens dann erhält die Mutter eine Prophylaxe, heißt eine Spritze, eine Impfung, eine passive Impfung. Mhm. Schon während der Schwangerschaft und nach der Geburt auch nochmal.
Und diese Impfung soll dazu dienen, dass die Mutter keine Antikörper gegen dieses rhesuspositive Blut entwickelt. Für eine potenzielle nächste Schwangerschaft. Das ist abgefahren. Das heißt, es, wenn die Mutter, die Frau, Rhesusfaktor negativ ist und der Vater positiv, dann kann es sein, dass das Kind von der Mutter, also dann gerade bei der zweiten Schwangerschaft, dann das Kind von der Mutter abgestoßen wird? Das wird von der Mutter dann als Fremdkörper erkannt. Also die Theorie, und wir bewegen uns heute sehr im theoretischen Rahmen, weil es da auch gar nicht so viele Erkenntnisse oder Studien dazu gibt. Die Theorie besagt, dass während es möglich ist, dass während der Geburt sich das Blut der Mutter und das Blut des Kindes vermischen. Was normalerweise nicht passiert, aber es in Ausnahmefällen eben dazu kommen kann. Das heißt, wenn das kindliche Blut in den Blutkreislauf der Mutter gelangt, erkennt der Mutter der Körper der Mutter, erkennt dieses Blut als etwas Fremdes, weil es vom eigenen Blut grundverschieden ist, und zwar wirklich grundverschieden. Wenn das passiert, wenn der Körper der Mutter diesen Fremdkörper erkennt, bildet er Antikörper dagegen. Das heißt, wenn diese Frau nochmal schwanger wird und der Vater wieder das Rhesusblut positiv hat, kann es dazu kommen, dass die Mutter das Kind abstößt. Heißt, dass es entweder schon während der Schwangerschaft abgestoßen wird und es zu einer Fehlgeburt kommt, oder wenn das Kind überhaupt auf die Welt kommt, dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit für eine Gelbsucht und mit einer großen Wahrscheinlichkeit für eine Anämie, heißt eine Blutarmut oder sonstige Behinderungen. Oder das Kind stirbt kurz nach der Geburt. Das ist ja wirklich abgefahren. Das heißt, weil viele Leute wissen es gar nicht, weil es kommt eigentlich zu einem zuerst dann im Leben, wenn dieser Fall halt eintritt. Sonst spielt es keine Rolle. Aber es gibt sozusagen gewisse Blute, die sie nicht miteinander vertragen. Das sind gar nicht mal, es ist nicht unbedingt die Blutgruppe entscheidend, sondern es geht tatsächlich um diesen Rhesusfaktor. Die Blutgruppe ist da ziemlich irrelevant. Es geht um den Rhesusfaktor, genau. Jetzt, was ist denn überhaupt dieser Rhesusfaktor? Ist das ist erstmal nur so ein Wort? Was ist das? Irgendein Wirkstoff? Ein Hormon? Oder was ist das überhaupt? Also entdeckt worden, entdeckt im Sinne von wissenschaftlich untersucht worden, ist das Ganze erst in den 30er Jahren. Und der, in den 30er Jahren? In den 30er Jahren und wissenschaftlich nachgewiesen wurde er Ende der 30er oder 1940, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, von einem gewissen Landsteiner, der, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt, Österreicher war und nach Amerika ausgewandert ist, sich lange mit dem Thema Blut beschäftigt hat und dann am Rockefeller-Institut in New York gearbeitet hat. Am Rockefeller-Institut, ja. Am Rockefeller-Institut. Und dort dann, nachdem er auch schon 1901 das Blutgruppensystem entdeckt hat, dann eben 1940 die Sache mit dem Rhesusfaktor herausgefunden hat. Das ist jetzt mal so die wissenschaftliche Seite der Entdeckung. Und ja, was ist der Rhesusfaktor? Also laut diesen wissenschaftlichen Studien ist der Rhesusfaktor ein Protein. Und dieses Protein befindet sich auf der Zellmembran der roten Blutkörperchen. Und dieses Protein ist zuständig für verschiedene Sachen im Körper, unter anderem wirkt dieses Protein auf den pH-Haushalt oder den pH-Wert, den wir im Körper haben. Heißt, der Säure-Basen-Haushalt wird dadurch ausgeglichen.
Und dieses Protein hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie unser Körper mit dem CO2-Gehalt umgeht. Wie das innerhalb des Körpers transportiert wird, wie es hineinkommt und wie es wieder hinausgelangt. So, das heißt, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut dieses Protein nicht besitzen. Menschen mit rhesuspositivem Blut haben dieses Protein auf ihren roten Blutkörperchen. Was dazu vielleicht noch wichtig ist zu sagen, um dem Ganzen irgendwie mal den Einstieg zu erleichtern, es ist so, dass 85% der Weltbevölkerung rhesuspositiv sind und nur 15%, wenn überhaupt, rhesusnegatives Blut besitzen. Also interessant. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die große Mehrheit der Bevölkerung ist rhesuspositiv. Ja. Und 15% sagst du rhesusnegativ. Und ist das überall auf der Welt das Gleiche? Oder? Nein. Das ist eine weitere Besonderheit, dass es das rhesusnegative Blut vorwiegend in Europa gibt. Okay. Also der Großteil der Erde heißt Afrika, indigenes Amerika, Asien, Australien besitzt dieses rhesusnegative Blut nicht. Das heißt, das ist interessant. Das heißt, in den meisten Teilen der Welt gibt es das nicht, aber in Europa, und dann gibt es noch so ein paar andere auch so Cluster, wo das noch auftritt, oder? Also das Zentrum ist Europa, und da innerhalb Europas sind es auch wieder bestimmte Gebiete, wo es gehäuft auftaucht. Eine Hochburg innerhalb Europas ist das Baskenland. Ah, das ist interessant, ja. Und die Basken, ne, sind... Weil das Baskenland ist ja eh schon, ich meine, das ist ja eh ein ganz besonderes Volk, auch diese Basken. Also ich meine, bei den Basken, man weiß nicht wirklich, wo die herkommen. Die waren irgendwie schon immer dort in den Pyrenäen gesessen so, oder in diesem Hochland dort in Spanien. Und die selber erzählen ja auch ganz, ganz krasse Geschichten, ihre eigene Geschichte, wo die herkommen. Keiner kennt den Ursprung der Sprache. Die Sprache genauso, genau. Die ist auch irgendwie offensichtlich nicht verwandt mit den ganzen umliegenden Völkern. Also und deren Genetik scheint also auch eine andere zu sein, was sich da eben mit diesem Rhesusfaktor so darstellt. Also der Rhesusfaktor, das stärkt nochmal sozusagen diese besondere Stellung, die Basken haben. Das ist interessant. Ja. Neben dem Baskenland ist in Nordeuropa Schottland, Irland eine Hochburg. Okay, so dieses Keltische. Genau, könnte man so sagen. Je höher man kommt, umso weniger wird es dann wieder. Also Island hat einen relativ geringen Anteil, aber Schottland und Irland eben einen sehr hohen. Alle übrigen zentraleuropäischen Länder natürlich auch. Aber das sind jetzt nicht so konzentrierte Hochburgen. Dann in Nordafrika gibt es noch eine sehr hohe Konzentration, und zwar in Marokko bei den Berbern. Ach, bei den Berbern, ja. Die haben die allerhöchste Konzentration von rhesusnegativem Blut. Das ist auch sehr interessant. Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ich war schon in Marokko und ich war auch bei den Berbern. Die Berber, das ist eine eigene Ethnie. Das ist ein eigenes Volk, das sind keine Araber. Die sehen auch ein bisschen anders aus und es sind keine Araber. Die sprechen auch, naja gut, heute wahrscheinlich oder auch Arabisch, aber die haben eigentlich eine eigene Sprache. Und die leben so in den Bergen von Marokko. Und man bis vor noch nicht allzu langer Zeit mehr oder weniger so Halbnomaden oder nomadisch gelebt. Und das ist so ein eigenes kleines Völkchen, eine kleine Ethnie, die Berber. Und das ist auch interessant. Bei denen ist wieder diese Sache konzentriert. Hochkonzentriert. Dann die Araber, das ist ja auch so ein großer Übertitel, bei denen ist das also nicht so. Nein. Das ist dann fast schon so ähnlich wie bei den Basken, also so kleine Ethnien, die diesen Faktor da tragen. Ja. Ich meine, ist es denn so, wenn jemand diesen Rhesusfaktor negativ, diese Eigenschaft hat, sieht man das dann eigentlich auch äußerlich? Also ich meine, hat das was zu tun mit Hautfarbe oder gibt es da irgendwelche Faktoren, wo man sagen kann, naja, das ist halt hier Typ negativ?
Ja, schwierig zu beantworten, weil wir uns da dann natürlich auch schon wieder sehr im spekulativen Bereich bewegen. Es gibt, denke ich, schon einige Anhaltspunkte. Es gibt auch viele Menschen, die sich damit beschäftigen und es gibt auch viele Menschen, die da ganz konkrete Aussagen dazu treffen, wo ich mich jetzt aber ungern festlegen würde, weil es ja auch immer wieder die Ausnahmen gibt, die dann sagen, schau, ich bin auch negativ, bei mir ist es aber ganz anders. Mhm. Aber es gibt schon Aussagen dahingehend, dass rhesusnegative Menschen sowohl ein besonderes äußeres Erscheinungsbild haben, besondere körperliche Merkmale haben und besondere psychische Merkmale haben. Okay. Was das Äußere anbelangt, ist es natürlich oft das hellhäutige, blonde, blauäugige. Oder wenn wir uns dann im Bereich Schottland, Irland bewegen, das rothaarige, grünäugige. Okay. Dann, was man noch hinzuzählen könnte zu den äußeren Merkmalen, sind, wie gesagt, alles im Bereich der Spekulation, weil ich vieles davon auch nicht belegen kann. Es gibt Aussagen dazu, dass Menschen mit Rhesusnegativ oftmals eine niedrigere Körpertemperatur haben, einen sehr niedrigen Blutdruck haben. Anders als rhesuspositive Menschen mit Sonnenlicht umgehen, empfindlicher sind, was Sonnenlicht anbelangt. Sehr interessant, ja. Teilweise sogar ein anderes Wach-Schlaf-Verhalten haben. Das geht bis zu Aussagen von extra Rippen oder am Steißbein wie eine Art Schwanzansatz als Überbleibsel von was auch immer. Echt? Warte mal, aber das ist jetzt nicht falsch, verstehe. Und wir wissen, es ist echt auch Spekulation, weil eben das ein Thema ist, mit dem sich halt wenig wirklich beschäftigt wird oder es kommt wenig an die Öffentlichkeit. Jetzt so an Statistiken, dass man das wirklich genau sagen kann. Aber hier, dass ich das nicht falsch verstehe, mit diesem angedeuteten Schwanzfortsatz, sage ich jetzt mal, das betrifft den Faktor negativ, Leute. Ja. Weil, ja, das ist komisch, ja. Weil Rhesus, das hat ja zu tun mit dem Rhesusäffchen, oder? Der Name führt auf das Rhesusäffchen zurück, weil die wissenschaftlichen Versuchsanordnungen, die damals dazu gedient haben, das ganze Ding herauszufinden, am Rhesusaffen durchgeführt worden, ja. Weil das ist ja dann, manche Leute sprechen ja dann auch vom Monkey Blood, also das Affenblut. Aber es ist so witzig, dass das in dem Fall ja gerade umgekehrt wäre. Also, wer Rhesus negativ ist, also nicht diese Rhesus-Connection hat, wenn dort bei dem sind dann irgendwie zum Teil, oder wird halt erzählt, besondere körperliche Dinge, also eben eine zusätzliche Rippe oder irgendwelche solche Geschichten. Ne? Was einige Leute dann eher in die Reptilienrichtung schieben, gerade was den Schwanzansatz und okay, auch die niedrige Körpertemperatur, den niedrigen Blutdruck anbelangt. Okay, also sozusagen grob Reptilienlager und das andere wäre dann eher halt Monkey oder affenmäßig, ja, oder wie? Ja. Es ist wirklich ein heikles Thema. Wir müssen auch aufpassen, so, weil wahrscheinlich diese Dinge auch gerne missbraucht werden. Also ich meine, wir haben ja in der Geschichte, gab es ja schon alle möglichen Probleme, auch so mit Rassen, Rassendenkweisen. Mhm. Gerade auch letztens die Zeit, wo diese Sachen aufgekommen sind, wie Blutgruppen und so. Das ist ja auch die Zeit, wo man diese Aufteilung gemacht hat in Rassen und denen auch verschiedene Qualitäten zuordnet und da scheint es aber eben auch eine Verbindung zu geben, also auch vielleicht dahin, zwischen diesen Rhesus-Geschichten und sowas wie Rassenmerkmalen oder sowas. Ja, und in der Tat ist es schwierig, auch damit umzugehen, ohne das in heikle Richtungen lenken zu wollen. Und es gibt auch die verschiedensten Lager,
bei den Menschen, die sich damit beschäftigen. Sehr kontrovers. Sehr, sehr, sehr kontrovers, in der Tat. Ja. Wie ist es denn überhaupt, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass es sowas wie verschiedene Blute gibt? Ich meine, bei den Tieren gibt es sowas nicht, oder? Ich meine, eine Katze kann sich mit einer Katze paaren. Soweit ich weiß. Ich meine, da gibt es auch verschiedene Rassen oder sowas, eine Perserkatze. Aber ich meine, aber im Grunde genommen können die sich alle paaren. Und da gibt es sowas nicht wie Rhesus negativ und positiv und die kannst du nicht zusammentun, sondern Katzen können mit Katzen, Ziegen können mit Ziegen. Aber nicht jeder Mensch kann mit jedem Menschen. Auch das da, ist doch immer seltsam. Auch da kann ich wieder nur sagen, soweit ich weiß, sind wir Menschen da absolut einzigartig. Ja, genau so ist das. Und das macht das Ganze umso unerklärbarer. Wie kann es sein, dass sich Menschen blutmäßig nicht vertragen und so grundverschieden sind, wirklich grundverschieden sind, dass sie keine oder eben nur ein Nachkommen zeugen können? Das ist in der Tat sehr seltsam so. Ich meine, es stellt sich ja die Frage, woher kommt es dann überhaupt, diese Unterschiedlichkeit? Wie erklärt denn also so jetzt die Wissenschaft überhaupt diese Dinge, so wie Rhesusfaktor? Wie kommt das, dass die einen so was haben und die anderen so? Weil ich meine, wir haben doch so die Idee, dass, so wird es ja von der Wissenschaft gesagt, dass wir im Grunde genommen alle Menschen auf der Welt, egal die verschiedenen Rassen auch, dass es schon alles zurückgeht auf so eine Urrasse oder so. Es gibt ja diese Out-of-Africa-Theorie, dass halt dort irgendwie der Mensch entstanden ist und dann in alle Welt und dann dort erst dann so ein bisschen unterschiedliche Ausbildungen sind. Aber ich meine, wenn wir alle aus Afrika kommen und so, ich meine, wo und wann hat sich denn das Blut auf einmal so fundamental bei manchen geändert, dass es sich nicht mehr verträgt miteinander? Das ist die große Frage. Eine der ganz großen Fragen. Dafür bin ich eingeladen. Worauf ich natürlich auch keine endgültige Antwort habe. Aber wenn man mal so in seinem Gedächtnis kramt, hat man das auch in der Schule gelernt. Die Erklärung, die wissenschaftliche, offizielle Erklärung, die dafür geliefert wird, ist, dass das eine Mutation ist. Dass das Mutter Natur zufällig passiert ist und unser Blut mutiert ist. Das ist eine Art genetischer Defekt, laut der Wissenschaft, das rhesusnegative Blut. Was mir natürlich definitiv nicht ausreicht als Antwort. Ja. Mir das auch von meinem logischen Verstand her, ich mir das nicht vorstellen könnte, wenn es denn so sein sollte, dass es eine Mutation ist, wie kann diese Mutation so lange überleben? Wenn es ein genetischer Defekt ist, und da ein Mangel sozusagen herrscht, wäre die Natur daran interessiert, das wieder auszugleichen. Aber das rhesusnegative Blut gibt es schon sehr, 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 sehr lang. Wie lang ist natürlich auch nochmal eine Frage. Da gibt es auch unterschiedliche Theorien dazu. Aber belegen lassen die sich meiner Meinung nach alle nicht. Aber es ist ja definitiv da. Ja, ich bin da voll bei dir. Wenn ich sowas schon höre, ja, Erklärung, zufällig, Mutation, das sind immer so Dinge, damit kannst du ja alles erklären. Ja, zufällig, okay, gut, fragen wir nicht mehr weiter. Aber und mehr wird dann auch nicht drüber gesprochen, weder drüber gesprochen, noch erklärt, noch geforscht. Zumindest das öffentlich geforscht. Zumindest also, öffentlich. Ja. Öffentlich findet da, es findet keinerlei Forschung statt. Und das sollte meiner Meinung nach definitiv passieren bei so einem grundlegenden Thema wie Blut. Naja, so ist es. Das ist echt ein essentielles Thema, wenn es dann auch darum geht, dass du als Mutter dann eventuell mit irgendwelchen Impfungen da in Berührung kommst und so weiter. Das ist das Einzige, was passiert. Ja. Sie haben eine Impfung hervorgebracht, die uns davor schützen soll, eben diese Antikörper zu entwickeln und dann dadurch auch weitere Kinder austragen zu können. Aber jetzt nochmal zu der Mutationsgeschichte. Also wie erklärt sich die Wissenschaft, dass sie sagt also, irgendwann hat von manchen Menschen, wobei das kann ja eigentlich auch nur einer sein, weil wenn es Mutationen ist, bei einem halt das passiert, bei dem hat sich das Blut verändert oder so. Was ist die Veränderung? Also, oder was sagt die Wissenschaft zumindest, was ist das Originale im Menschenblut, sage ich mal, und was ist dann das Mutierte? Also was war zuerst und was hat sich dann verändert? Ja? Laut Wissenschaft ist das positive Blut das ursprüngliche, okay. Und das negative ist die Mutation mit dem Defekt. Das heißt, die Wissenschaft sagt, dass,
Und da könnte man auch so argumentieren, dann, naja, Evolution, Mensch hat sich aus dem Affen entwickelt, deswegen auch diese Rhesus oder so Geschichte. Und die sagt aber dann, bei den Menschen, die Rhesus negativ sind, bei denen das eben nichts ist, bei denen wäre was anders, bei denen ist was mutiert. Ja. Aber die Frage ist, ob es nicht umgekehrt ist, weil was ja auch interessant ist, ist, wenn es darum geht, so Thema Blutspenden. Ne? Also wenn jemand halt Verletzungen hat und dann wird Blut gespendet. Die Blutgruppe 0 Rhesus negativ, Type O negative, gibt es auch eine Band, die so heißt. Und zwar deswegen, weil das eben, in Amerika wird da schon länger auch drüber nachgedacht, über dieses Thema. So, dieses Type O negativ, Blutgruppe 0 negativ, ist, manche nennen das sogar das besondere Blut. Das Universalblut. Das universale Blut. Weil, wenn man Blutspenden hat, dann musst du eben auch gucken, welches Blut ist verträglich. Und diese Blutgruppe, null negativ, kann jeder andere Mensch kann diese Blutgruppe in sich aufnehmen und ist gut. Egal, ob du jetzt AB positiv bist oder so, Blutgruppe null negativ, diese Blutkonserve taugt für jeden Menschen. Genau. Aber umgekehrt, diejenigen, also diese 15% oder so, die diese Gruppe 0 negativ haben, wenn die ein anderes Blut bekommen, dann verträgt sie das gar nicht. Und die haut es dann zusammen, es geht bis zum Tod oder so. Oder halt enorme Reaktionen, die das hervorruft. Ja. Genau so ist das. Und allein diese Tatsache legt nahe, dass es vielleicht genau andersrum ist. So ist es. Genau, da müssen wir noch eigentlich dann annehmen. Blut Das passt das überall. Das ist das Natürliche, das Gute, das passt überall. Und dass der Sprung vielleicht andersrum war, also dass eben dieser Rhesusfaktor positiv, dass der dazugekommen ist. Oder manipuliert wurde. Ja, das ist natürlich dann der Hot Stuff. Ja. Das ist nämlich die nächste Frage. Wenn dem so ist, gut, Mutation, zufällig, ja, vielleicht sind manche Leute damit zufriedenzustellen, aber da stellt sich natürlich schon die Frage, wurde nicht vor langer Zeit an der Genetik des Menschen da was manipuliert? Wurde der nicht dort zusätzlich reingebracht? Ja, und auch dazu gibt es natürlich die vielfältigsten, buntesten, teilweise auch absurdesten Theorien. Also es gibt sehr wohl Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und das reicht von Alien-Geschichten über die Götter, die hier auf der Erde herum experimentiert haben, bis ins Reich der Sagen und Fantasiegeschichten. Naja, da gibt es ja ganz viele von diesen Storys, um mal so ein Beispiel zu bringen. Die Geschichte, so wie sie auch, glaube ich, Zachariah Sitchin erzählt. Und ich bin da sehr skeptisch bei, aber ich, halt nur um das so darzustellen. Dort ist ja sozusagen die Idee, dass halt Zachariah Sitchin beruft sich auf Keilschrift, Babylon, also so alte Tontafeln. Und da geht es um diese ganze Geschichte von Nibiru, was ja auch vielen von euch bekannt ist. Und die Idee, die Sitchin so vertritt, ist ja, dass von Nibiru, so, dass dort irgendeine Art von Alien-Rasse ist, die ab und an in gewissen Zyklen nahe an die Erde rankommt. Und die Story ist, dass diese Nibiru-Leute, Aliens, die Erde ausplündern wollten. Sitchin spricht da insbesondere um Gold. Es geht in der Story darum. Und dass die sozusagen aus Tieren, vielleicht aus Primaten, eben irgendwelche Affen oder sowas, dort Eingriffe gemacht haben, um dann so eine Art Arbeitssklaven zu bekommen. Ne? Und das ist halt eins von diesen Narrativen, dass sozusagen von dieser Seite an der Genetik rumgedoktert wurde und rauskommen halt dann sozusagen wir Menschen. Wie gesagt, ich bin äußerst skeptisch bei dieser Story, aber es sieht aus, als ob irgendwann vor langer Zeit was verändert wurde beim Menschen, ne? In dieser Genetik. Ich bin auch kein Vertreter oder Verfechter dieser ganzen Alien-Theorien, aber es deutet halt einiges darauf hin, dass rumgedoktert wurde, wer auch immer das war. Aber es schaut schon ganz danach aus. Und meiner Meinung nach schaut es eben danach aus, dass, wie gesagt, das Rhesus-negative Blut unser ursprüngliches Blut ist.
und damit auch eine ganze Bandbreite von Fähigkeiten verbunden sind, die, wenn das Ganze in Rhesus positiv umgewandelt wird, dem Menschen dann abgehen. Die man dem Menschen nimmt. Die man dem Menschen nimmt und ihn einengt, weniger macht, kleiner macht, beschränkter macht. Wow. Ich meine, das zeigt ja, warum dieses Thema so heiß ist und so groß ist. Weil jetzt an der Stelle könnte man jetzt ja Verbindungen ziehen hin zu Themen wie Geoengineering, ja? Dass also die ganzen Lebensbedingungen auf der Erde vielleicht verändert werden oder Themen wie Transhumanismus, wo wirklich mit auf technische Art und Weise versucht wird, den Menschen in seiner Natur zu verändern und etwas anderes daraus zu machen. So, ob das dann zum Besseren ist, das sei mal dahingestellt. Also ich glaube sie eher nicht. Aber das geht dann in dieselbe Richtung. Und die Idee ist sozusagen, dass dort ein Eingriff irgendwann stattgefunden hat, der den Menschen von gewissen Fähigkeiten oder gewissen Charakteristika, die er eigentlich hat, abschneidet. Eine Art Degeneration, könnte man sogar sagen. Ja, genau. Oder? Ja. Würde ich unterstreichen. Ja, eine Art Degeneration, was jetzt natürlich um Gottes Willen nicht so ankommen soll, dass die Rhesus-negativen Menschen die besseren Menschen sind. Ne? In keinster Weise. Mhm. Aber es gibt einfach so viele kleine und große Hinweise darauf, dass dem so ist. Ja. Das ist ja das heiße Ding an diesem Thema, wo man eben so vorsichtig sein muss, weil man kommt dann eben schnell, okay, das sind Unterschiede und dann ist das nächste, ist das eine Blut wertvoller als das andere. Und das ist natürlich ein heißes Ding. Aber ja. Leute, ich sage euch gleich mal, macht euch keine Sorgen, ich trage auch das Monkey Blood. Und ich fühle mich gut dabei. Weißt du? Also ich bin Mensch durch und durch und also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dabei irgendwas verliere. Also, aber die Frage ist natürlich schon, gibt es dort Unterschiede? Also ist es wirklich nur ein Unterschied in der Blutgruppe oder gibt es eben auch diese Unterschiede, äußerliche Merkmale, aber eben noch interessanter psychische Merkmale. Und Shanti geht doch noch mal da ein bisschen drauf ein. So. Weil man erzählt ja auch, dass Menschen mit diesem... Man erzählt, das ist eben das. Wir haben bei diesem Thema keine wirklich statistischen Angaben, dass man das mal im Großen untersucht. Das wird eben nicht gemacht, was uns natürlich dann noch suspekter macht. Warum wird da nicht so untersucht? Also müssen wir selber machen. Und da stellen sie natürlich immer viele Fragen, aber... Was sind denn so Eigenschaften, die die haben? Manche sprechen auch so von Eigenschaften wie Hellfühligkeit, also eine besondere Wahrnehmung. Also nicht nur körperlich, sondern eben so diese, weil mir jetzt kein besseres Wort einfällt, so die in eine spirituelle Richtung gehen, so feinstoffliche Wahrnehmung. Das wird doch da mal in Verbindung gebracht auch, oder? Das ist echt eine ganz schöne Bandbreite und wie gesagt auch immer mit Spekulation verbunden, aber... Ich kann ja auch von mir teilweise ausgehen, da ich das Rhesus-negative Blut trage. Es hat im weitesten Sinne was mit heilerischen Fähigkeiten zu tun, ob das nun Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit ist. Was mir jetzt spontan dazu einfällt, als Bild einfach, wenn wir jetzt mal Schottland, Irland als Gegend für Rhesus-negativ hernehmen und das gekoppelt ist mit rothaarigen, grünäugigen Menschen. Mhm. Wer waren denn diejenigen, die als Hexen verfolgt worden sind? Ja. Das waren rothaarige Frauen. Und warum wurden sie verfolgt? Weil sie die heilerischen Fähigkeiten getragen haben und das wahrscheinlich schon seit unendlichen Zeiten. Und auch da ist wieder ein Hinweis darauf, dass es auch zur damaligen Zeit dann eben so verfolgt worden ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Rhesus-negativ im weitesten Sinne was mit heilerischen Fähigkeiten zu tun hat. Das kann sich natürlich unterschiedlich äußern, aber packen wir es mal in den Rahmen. Ja, das ist jetzt sehr interessant, weil gerade weil du auch die Hexenverfolgung erwähnst. Ich meine, tatsächlich, um was ging es dort? Wer war denn die Zielgruppe? Ich meine, ja, Hexenzauberei, aber ich meine, es ging vor allem um altes weibliches Wissen, es ging um Heilung und es ging auch ganz viel zu tun eben mit dieser Geschichte rund um Geburten. Geburtskunde, Hebammen, als auch Verhütung, also Verhütung von Schwangerschaften. Das Wissen da, um diese Dinge mit Kräutern und all diese Sachen.
Das ist ja das Ziel gewesen von der Hexenverfolgung. Nicht wirklich jemand, der da so Zauberei gemacht hat. Das hat man vielleicht den Leuten erzählt. Aber, ne? Und das ist natürlich die Frage, die sich da aufstellt, ist ob es nicht noch im Größeren, also wirklich über die Geschichte hinweg, besonderen Umgang gibt mit diesem besonderen Blut. Ja? Das ist ja auch dann die nächste Frage, die sich stellt. Da sprechen wir ja auch oft drüber, über die sogenannten Blutlinien. Und manche bringen doch auch diese Geschichten in Verbindung mit den Blutlinien und den Königslinien, die auch immer da ganz drauf bedacht sind, ihre Genetik reinzuhalten und nicht zu vermischen mit irgendwelchen anderen. Hat das auch damit zu tun? Sicher hat das damit zu tun, natürlich. Und auch wenn wir uns da wieder auf, oder ich mich auch wieder auf Aussagen von anderen verlassen muss, scheint es wohl schon so zu sein, dass sowohl all die Königshäuser, die wir auch heutzutage noch haben und die ja eben diese Blutslinien bis in ferne Vergangenheiten haben, rhesusnegatives Blut tragen. Und zwar im besten Falle null. Negativ. Also wenn, dann geht es um dieses Null-Negativ. Dieses besondere und Blut. Ja. Das englische Königshaus und das spanische und wie sie nicht alle heißen. Die tragen alle Null-Negativ und die bleiben auch untereinander. Also es wird nur geheiratet und es werden nur Nachkommen gezüchtet, möchte man fast sagen, die dieses Null-Negativ tragen. Mhm. Es beschränkt sich aber auch nicht nur auf Königshäuser. Du kannst genauso Staatsoberhäupter hernehmen. Alle amerikanischen Präsidenten, null negativ. Der Großteil der Künstler sein, der Schauspieler oder Sänger oder was auch immer, die groß rausgekommen sind, haben alle den Rhesusfaktor negativ. Das geht so weit bis zu den ägyptischen Pharaonen, denen nachgesagt wird, auch negativ gewesen zu sein. Wobei sich da natürlich auch die Frage stellt, ob diese von den Pharaonen bis in die heutige Zeit, und da sprechen wir auch oft drüber, dass es da so einen roten Faden gibt von Bloodlines, der rote Faden übrigens, Blut. Ja, das der ist, rote Faden, ist, genau. Von den Blutlinien sprechen, die halt da über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg auch die Macht ausüben. Die Frage, die sie mir stellt, ist nur, sind die tatsächlich original? Haben die schon immer diese Blutgruppe gehabt? Weil du sagst ja, ich meine, ganze Völker haben die. Und nicht jeder, der diese Blutgruppe hat, hat als diesen Herrscherimpuls. Oder ist es so, dass sich die Herrscher sogar diese Blutgruppe gerne einverleiben, also in ihre Linie bekommen und vielleicht gerade bei den Müttern oder künftigen Müttern von den Thronfolgern genau schauen, dass du da nur Frauen reinholst, die diese Linie haben, um sozusagen ihre eigene ihren eigenen Stammbaum voll auf dieses Negativ zu trimmen. Weil ich meine, nicht jeder, der negativ hat, du sagst 15% der Menschen, die meisten sind ja, die gehören jetzt nicht zu irgendwelchen Bloodlines oder sowas. Oder? Nee, das nicht. Und ob diese Königshäuser dieses Blut originär haben, genau, seit Anbeginn der Zeit, ist auch die Frage. Das weiß ich nicht. Oder ob es nur dazu dient, irgendetwas heranzuzüchten, ich weiß es nicht. Aber definitiv muss ja irgendwas dran sein, sonst wäre ihnen ja nicht so dran gelegen, sich nur da zu bewegen und kein anderes Blut reinzulassen. Das heißt, auch da müssen Kenntnisse vorhanden sein, die mit diesem Blut zu tun haben oder mit den Fähigkeiten im weitesten Sinn, die der Mensch hat oder entwickeln kann, wie auch immer, wenn er Träger dieses Blutes ist. Und auch das führt meiner Meinung nach eben wieder in die Richtung, dass das originäre Blut ist, hier auf der Erde. Könnte man so ein, also wie gesagt, das ist echt Spekulation, weil das ist halt ein Thema, mit dem beschäftigt sich die Wissenschaft nicht. Ja, also müssen wir es selber machen. Die Wissenschaft sagt nur, ja, hier Blutgruppe, zack, und dann mehr als jetzt auf diese, dass man da eine Spritze gibt oder bei irgendwelchen Blutspenden darauf achte, ansonsten wird das ja nicht behandelt. Man spricht da nicht drüber, deswegen müssen wir es selber machen. Und wenn man eben danach recherchiert, kommst du eben auf sehr widersprüchliche Dinge auch. Und es scheint tatsächlich, wie du sagst, auch so mehrere Lager zu geben. Und die einen sagen doch so, dass dieses Null-Negativ
eine sehr positive Bedeutung hat, aber es gibt auch welche, die sagen eigentlich, das ist so, das ist was Schlechtes. Das ist irgendwie das Stichwort Reptilienlinie oder sowas. Ja, das ist sehr, sehr widersprüchlich und sehr kontrovers, sage ich mal, die Diskussion, die da im Netz, im virtuellen Raum weltweit geführt wird. Gar nicht so sehr im deutschsprachigen Raum. Da habe ich jedenfalls in den Jahren, in den vielen Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, noch gar nicht so viel zu dem Thema gefunden. Das spielt sich schon viel in den USA ab oder im englischsprachigen Raum. Und in der Tat, es ist kontrovers. Es gibt wirklich das Lager und das Lager. Die einen sagen, das sind die Guten, die anderen sagen, das sind die Bösen. Das geht bis hin zu Behauptungen, dass die Rhesus-Negativen ausgerottet werden sollen hier auf der Erde, und das andere Lager behauptet dann das genaue Gegenteil. Das ist eine interessante Geschichte mit dem, dass das Rhesus-Negative verschwinden soll. Weil zum einen sehen wir also die Herrschenden, für die ist das scheinbar super wichtig. Und die betreiben großen Aufwand, ihre Bloodline irgendwie reinzuhalten und möglichst immer auf diesem Negativ, am besten null negativ. Aber die anderen Menschen sollen es nicht haben. Die Masse der Leute, die soll dort gibt es eben manche, die erzählen, dass aus der Masse der Leute es ferngehalten wird. Und dann sind wir eben wieder bei dem Thema Hexenverfolgung, was vielleicht so ein Ding schon war, wo man versucht, das aus der Masse rauszubringen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es besondere Eigenschaften sind, vielleicht gerade aus der Eigenschaften, die hingehen ins Feinstoffliche, ins Heilen, Fühlen, intuitiv wahrnehmen, Channeln, was auch immer, also mediale Begabung und so weiter, dann könnte man ja wirklich sagen, das ist auch so eine Art Breakaway. Wir haben letztens ja darüber gesprochen, über die Himmelscheibe von Nebra und wie sich da ein Segment abgetrennt hat so, und auf einmal so eine Pyramidenstruktur ist. Das könnte man da auch sagen. Ziel wäre, die Masse der Leute in dem einfachen Zustand zu haben. Ja. Monkey Blood, ja, die fühlen dann auch nicht so viel. Und diese ganzen künstlerischen, medialen Begabungen, die hält man sich dann exklusiv in der Herrscherkaste sozusagen. Und dadurch hättest du ja dann wirklich, also wenn das echt so ist, dass das normale Volk halt eine einfachere Genetik hat und nur die herrschende besondere Struktur, dann hätten sie ja tatsächlich eine Legitimation. Dann können sie wirklich sagen, hier guck, wir sind nun mal geboren zum Herrschen, weil siehst du, wir haben ja ein paar Features, die habt ihr nicht. Und das ist ja, was wir bisher mal ablehnen, weil letztens, ich meine, wenn ich mir den Charles anschaue, hat er auch nicht, oder zumindest auf den ersten Blick sehe ich jetzt auch keine größeren Fähigkeiten, der kann nicht schneller rennen, hat keinen höheren IQ als andere Menschen und so, aber wenn es um diese feinstofflichen Dinge geht, kann sein, dass das so die Richtung ist, in die das sich bewegt. Ja, ja, und uns wird ja auch von klein auf sozusagen, spätestens in der Schule, im Biologieunterricht beigebracht, dass das Rhesus-negative Blut ein Defekt ist. Heißt, Defekt, ja. Nicht das gute Blut ist, sondern dass eine Mutation, dass ein Fehler, krankhaft, was auch immer, das wird uns ja nahegelegt. Während es vielleicht genau andersrum ist, ja. Wie ist es? Ich meine, jetzt wird es noch heikler. Wir wissen, es ist ein heikles Thema. So. Überhaupt, das ist auch in der heutigen Zeit, wo so viel politische Korrektheit und so. Es ist natürlich schwierig, über so Themen zu reden, die zu tun haben mit Worten wie Rasse und so weiter. Da wird es dann schon heikel. Aber ich schmeiße jetzt da nochmal so ein Ding rein. Wie ist es denn mit den Hebräern, mit den Juden? Weil bei den Juden ist es auch zumindest so, dass die auch über einen sehr langen Zeitraum auch ihre Genetik irgendwie ziemlich kompakt zusammenhalten. Ne? Also das ist ja im Grunde genommen, du kannst ja dort nicht einfach so ohne weiteres hinkonvertieren, sondern da geht es ja auch darum, das in der Familie zu halten. So. Und das ist ja dort auch super wichtig. Gibt es da eine Verbindung zwischen dem Judentum und diesen Rhesusfaktor, positiv oder negativ? Was mir da jetzt gerade noch dazu einfällt, es ist doch so, dass es über das Blut der Mutter weitergegeben wird im Judentum. Ja, oder? Das Judentum definiert sich über die Mutter. Wenn deine Mutter jüdisch ist, bist du auch jüdisch. So sieht's aus. Der Vater spielt gar keine so große Rolle. Was auch wieder ein kleiner Hinweis darauf sein könnte. Schwierig, also ich habe da jetzt auch
wirklich wenig gesicherte Angaben drüber gefunden, wie sich das da verhält mit dem Rhesusfaktor. Aber es gibt definitiv Hinweise darauf, dass es, ich sag mal, bestimmte jüdische Gruppen oder Enklaven auf der Welt gibt, die auch eine sehr hohe Konzentration des negativen Faktors haben. Mhm. Unter anderem im Irak. Im Irak? Im Irak. Okay. Das habe ich gelesen. Es gibt wohl eine, die Karaiten, so nennen die sich. Das sind Juden, die im Irak leben, die wohl einen sehr hohen Prozentsatz von rhesusnegativem Blut haben. Es gibt auch im Kaukasus eine Enklave mit einer sehr hohen Konzentration. Es gibt auch Aussagen darüber, dass es zumindest einen Indianerstamm in Nordamerika gibt, und zwar die Cherokee-Indianer, die rhesusnegatives Blut haben. Und das ist ja noch freakiger. Ausgerechnet, ich meine, die einen so ein Stamm ja nur. Die und die Sioux und die Apachen nicht, oder? Und die aber wohl angeblich ursprünglich aus der Gegend vom heutigen Israel kommen. Wow, aber jetzt ziehen wir das Ding aber wirklich in große Perspektive, so, weil da gibt es ja tatsächlich diese Narrative, sage ich jetzt mal, die von den 12 Stämmen Israels, die es gab und die sich dann so verteilt haben. Und gerade Amerika, da sind es ja dann, in Amerika gibt es ja Gruppen wie zum Beispiel die Mormonen, die ganz oft ja genau diese Dinge berichten. Die haben ja genau diese Stories und sagen, ja, die bringen eine Verbindung her, stellen eine Verbindung her zwischen den Ureinwohnern Amerikas, sprich den Indianern, und dem Alten Testament. Bei den Mormonen ist es dann sogar eher so wieder eher negativ. Also die Indianer und auch die Schwarzen, das ist ziemlich rassistisch auch dort, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die gelten dann so als die alten Feinde oder sowas. Ja. Aber überhaupt, dass diese Connection hergestellt wird zwischen Alten Testament und Amerika, ist an sich schon mindblowing. Aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun, aber vielleicht ja eben doch. Gibt es noch andere Gegenden auf der Welt, wo auch, ich meine, du hast die Basken angesprochen, die Berber, jetzt die Cherokee. Gibt es da noch mehr? Interessant zum Beispiel auch, wir waren ja beide in Indien, die Kashmiri, das ist auch so ein besonderes Ding in Kaschmir. Gibt es da noch, gibt's noch mehr auf der Welt? So? Ohne, dass ich das jetzt belegen oder beweisen könnte, das ist dann mehr wirklich meine eigene Intuition, die mir sagt, dass ich das auf alle Fälle mal bis Indien gezogen hat, selbst wenn das vielleicht heutzutage dort nicht mehr nachweisbar oder vorhanden ist. Aber für mich zieht sich eine Linie über Irak, Iran, Pakistan bis nach Indien oder in den Westen von Indien, was jetzt mal ganz einfach ausgedrückt das alte Zigeunerland ist. Und auch dort Menschen leben mit strahlend blauen Augen. Kannst du dich ja sicher selber daran erinnern, dass das wirklich absolut herausstechend ist. Ja, ist total interessant, weil ich meine, man sagt es ja immer, oder so, mir ist auch in der Schule gelernt, da geht es auch um diese Dinge, wie heißt es immer so, reziprok und so, dass sowas wie diese blauen Augen und sowas, dass sowas eigentlich am absteigenden Ast ist, also dass sich das auf Dauer... ist reziprok das richtige Wort, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dass das sozusagen... rezessiv, glaube ich, oder? Oder rezessiv, ja. Aber auf jeden Fall, dass diese Genetik halt ein bisschen verschwindet. Aber Tatsache ist, dass es... Und das ist interessant, weil wir kommen ja genau in die Orte, die wir besprochen haben. Das ist sowohl in Spanien, dort im Baskenland, da gibt es auch heute noch Leute mit tiefblauen Augen. So. Und da sagt man, ja, das ist so aus der Römerzeit noch mit Gallier oder so. Aber Tatsache, das hat sich über Jahrtausende gehalten, das ist eben nicht ausgestorben. Gleiches gilt für Indien, Kaschmir und auch Rajasthan. Dort gibt es auch Leute, die eben diesen blauäugigen Typus haben. So. Und ich glaube, bei den Berbern ist es vielleicht auch so. Ja. Und das ist interessant, weil es tatsächlich auch dieser eine große Kulturraum ist. Berber, Marokko bis hin zu Rajasthan. Ne? Und tatsächlich auch die Menschen dort, obwohl die verschiedene Religionen haben, aber so von der übergeordneten Kultur irgendwie ähnlich sind. Also wenn ich jetzt
eine Berberfrau anschaue, dann ist deren Kleidung, deren Schmuck, auch zum Teil haben die so Tattoos im Gesicht, ist nicht anders als jetzt von einer Zigeunerfrau in Rajasthan, ne? Obwohl dazwischen ein paar tausend Kilometer liegen. Ja. So. Ja. Das ist also ein so ein Kulturraum und der scheint damit auch zu tun zu haben, mit dieser besonderen Genetik, Bloodline. Irgendwas scheint er damit zu tun zu haben, aber so weit bin ich da in mir drin auch noch nicht vorgedrungen, dass ich da jetzt wirklich die Verbindung sehen könnte und das ausdrücken könnte. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre, um dahinter zu steigen. Hm. Ich meine, es ist auch, wenn wir so ein Thema hier präsentieren, es ist ja nicht so, wir sind ja nicht an der Uni. Ja? Wir sitzen hier nicht im Katheder und legen euch die Lehre vor, sondern wir sprechen über Themen, die uns beschäftigen. Und es geht ja auch um die Schwarmintelligenz, also dass wir gemeinsam da irgendwie einen Schritt vorankommen. Ja. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie ein Wissen haben und Geheimwissen oder so und das euch vorlegen, sondern es ist ein Prozess, in dem wir halt stecken. Ja? Das ist, um was es hier geht. Hier nochmal zurückkommen auf diese Sache mit den, wie hast du vorhin genannt, die Karaiten. Hm. Die Karaiten, hast du gesagt, ist eine jüdische Ethnie im Irak. Mhm. Ja. Es ist so interessant, dieses K, das taucht doch da immer wieder auf. Karaiten, wir haben die Khazaren. Und das ist ja dann wieder die nächste Frage, weil auch wieder ein Riesenthema. Was ist überhaupt Judentum? Das ist wirklich nur eine Religion? Oder ist es verbunden mit einer gewissen Genetik? Und da kommt ja dann dieser Unterschied zwischen Ostjudentum und Westjudentum. Die wirklich orientalischen Juden, die ja schon immer dort irgendwie gelebt haben, in dem, was man Palästina nennt. Aber dann gibt es eben auch dieses osteuropäische Judentum, was sich wohl zurückführen lässt auf die Khazaren. Karaiten, Khazaren. Da scheint auch eine Verbindung zu sein, ne? Es kommt immer wieder dieses K vor, ja, bis hin zu Karachi. Karachi. Karachi ist so eine Stadt in Pakistan, nicht wahr? Ja. Da sind wir dann schon fast bei Indien, ne? Und dann noch die Kaldarash fallen mir da noch ein. Ein Zigeunerstamm, sage ich jetzt mal. Also heutzutage Teil der Roma, aber die nennen sich Kaldarash. Mit genau der gleichen Optik bis hin zur Kleidung. Ja. Und selbst Kaschmir, das ja. ist auch wieder da. Ja. Ja. Das ist eh interessant, weil ich meine, diese ganzen Zigeunergeschichten, da wird ja auch oft gesagt, die Zigeuner sind im Grunde genommen auch verwandt irgendwie mit den Hebräern. Und das ist diese alte Story mit diesen 12 Stämmen. Und viele sagen, dass die Zigeuner, und wir meinen es keineswegs, jetzt despektiere ich den Begriff, Nein. also keineswegs, aber dass das zurückgeht auf Rajasthan, Indien, dass dort ist so ein, dass die Heimat ist von diesen Zigeunerstämmen und dass das aber im Grunde genommen einer von den Lost Tribes war. So. Möglich. Ja, das ist sehr interessant. Mein riesig ist natürlich auch, wenn man das weiterverfolgt, der kulturelle Einfluss, den wiederum Zigeuner genommen haben, auch in Europa. Ich meine, durch das Phänomen der schwarzen Madonna möchte ich jetzt nur mal so als Stichwort einwerfen. Es gibt alte Kultorte. Okay, wenn ich das kurz einwerfen darf, die schwarze Madonna ist für mich nichts anderes als Kali. Kali. In Indien. Ne? Boah, da schmeiß ich noch einen rein. Hier. Einer der bedeutendsten christlichen Orte in Europa ist die Kathedrale von Chartres. Ja. Und tatsächlich ist es so, diese Kathedrale von Chartres, und das ist jetzt wieder hier, da sind wir wieder echt auf soliden Fakten so, weil das ist auch archäologisch ausgearbeitet. Die Kathedrale von Chartres, wie alle diese französischen Kathedralen, ja, Notre Dame und so weiter, wie sie alle heißen, die sind alle an uralten Kultorten gebaut. Und Chartres, unterhalb von Chartres ist eine Grotte und dort ist eine Quelle. Das hat auch immer mit Quellen zu tun. Und genau dort, diese Quelle, war über lange, lange Zeiträume das wichtigste Heiligtum, die wichtigste Pilgerstätte der Zigeuner. Und da ging es um schwarze Madonna und auch heute sind in Chartres immer noch eine schwarze Madonna drin. Und die Zigeuner sind an diesen Ort gepilgert. Und irgendwann ist es aber dann christlich geworden. Jetzt dürfen die ja sich nie mehr blicken lassen heutzutage. Aber um was es da geht, ist also, dass die haben schon einen wichtigen Einfluss genommen in Europa, auch was Kultur angeht. Und das ist natürlich interessant, dass da überall dieses Ka-Cha so auftaucht. Ja.
Und auch Zigeuner werden immer mit heilerischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Sei es das Kartenlegen oder in die Kristallkugel schauen. Genau. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht der gleiche Faden wie das rothaarige, grünäugige, nordeuropäische Heilererbe, nennen wir es mal so. Aber es lässt sich da irgendwie miteinander verbinden. Das ist echt schon ziemlich krass. Krass, oh, das Wort hat auch so dieses Karl. Muss ich mal in der Worte achten hier. Ja, hier so eine andere Frage, die sich da noch stellt, ist nochmal diese Eigenschaften, die da sind. Also heilen, intuitiv, magisch, das ist die Richtung, in die es geht. Das ist die Richtung, in die es geht, was einfach ganz viele Leute berichten von sich selber. Wenn ich von mir aus gehe, ist es ähnlich. Und interessant finde ich noch, mir selber geht es so und ganz vielen anderen auch, eine besondere Beziehung zur Elektrizität. Mhm. Das weißt du ja selber, du lebst ja schon lange genug mit mir zusammen, dass es einfach Phasen gibt, wo ich nur den Lichtschalter anfassen brauche und es in der ganzen Wohnung die Sicherung raushaut. Das haben wir öfter so, ja. Und das ist, wenn man mit Königsblut zusammenlebt, dann erlebt man solche Dinge öfter. Ja. Das scheint so absurd, es klingt im ersten Moment, das scheint eine Eigenschaft von rhesusnegativen Menschen zu sein, dass das einfach öfter passiert. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Beitrag einer Amerikanerin gesehen, die das meiner Meinung nach sehr schön runtergebrochen und erklärt hat. Ich habe ja anfangs schon erzählt, dass dieses Protein, was diesen Rhesusfaktor ausmacht, was den Rhesusnegativen eben fehlt, dafür zuständig ist, den pH-Wert im Körper zu regulieren und zu kontrollieren. Das führt dazu, dass ein Rhesusnegativer Mensch vielleicht einen komplett anderen Säure-Basen-Haushalt hat als ein rhesus-positiver Mensch. Taucht natürlich offiziell wissenschaftlich auch nirgendwo auf, aber nehmen wir es einfach mal so hin. Wenn dem so ist, dann heißt das, dass rhesus-negative Menschen viel mehr im sauren Milieu angesiedelt sind als im basischen. Was dazu führt, dass der Körper Elektrizität ganz anders leitet. Ja, das ist ja richtig spannend. Ja. Weißt du, wie bei so Batterien auch, da geht es auch immer um Säurebatterien und so weiter. Das heißt, es verändert die Leitfähigkeit. Und jetzt hast du selber gesagt, hier in deinem eigenen Leben. Und ja, hey, wenn es bei euch da draußen auch so ist, dann schreibt es in die Kommentare rein. So. Oh ja. Wenn da ein anderer Zugang ist zu so elektrischen Phänomenen und dann mit, was weiß ich, auch Blitzen und überhaupt Ladungen und solchen Geschichten. Das kann man ja dann auch noch weiterspinnen, wenn ich davon ausgehe, dass eine andere Leitfähigkeit vorhanden ist. Dann nicht nur für den Strom, den wir hier in unseren Kabeln haben, sondern dann heißt das insgesamt eine andere Leitfähigkeit für Energie. Oh ja. Yeah. Und da kommen wir dann auch wieder in den heilerischen Bereich rein. Mhm. Weil worum geht es beim Heilen? Es geht um das Weiterleiten von Energie, es geht um das Empfangen von Energie, egal ob das nun von oben oder von unten kommt. Es geht um das Durchlassen durch den eigenen Körper und um das Weitergeben. Und so eine Harmonisierung wieder irgendwie. Und was hat ein Heiler oder ein Priester oder wie man es auch immer nennen will, der hat genau diese Fähigkeiten. Was uns wieder dazu führt, dass da die Bandbreite von Fähigkeiten einfach größer ist oder breiter angelegt ist und die uns vielleicht genommen wurde. Ja, yeah, wow. Hey, und jetzt ist wirklich, das macht ja wieder so viele neue Dinge auf. In den letzten Jahren ist auch immer mehr das Thema aufgekommen und da könnte man vielleicht auch mal eine eigene Sendung drüber machen. Stichwort elektrisches Universum, Plasma-Universum.
wo wirklich eine völlig andere Erklärung geliefert wird, wie dieses Universum überhaupt aufgebaut ist. Hey, letztens, wir wissen es nicht, wir laufen ja auf der Erde rum. Ja. Und die Modelle, die wir haben vom Universum, sind letztens Modelle, Theorien, mehr ist es nicht. Und da kommen in den letzten Jahren viele auf. Stichwort elektrisches Universum, Plasma-Universum. Und unter den Dingen könnt ihr das mal auch in die Suchmaschinen tippen, weil wir da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber ich meine, die Verbindung ist da schon wieder enorm, wenn man sich da vorstellt, okay, dass Elektrizität eine viel, viel größere Rolle spielt im Universum, dass diese Kräfte die elementaren Kräfte sind. Und wenn es dann eine Veränderung gibt, eben der Leitfähigkeit, weil die Säurehaushalte anders sind, dann ist das wirklich eine bedeutsame Sache. Dann ist es eben nicht, was wir drüber wegsehen können. Eine grundlegende Sache. Ja. Jetzt ist ja auch noch, was noch in die Richtung geht. Und vielleicht erklärst du uns das mal. Es gibt auch viele Leute, die sagen, das Rhesus-positive Blut, das Affenblut sozusagen, rote Blutkörperchen generell haben ja zu tun auch mit diesen transportieren dieses Eisen und so. Also jetzt gibt es ja die Idee, dass die Rhesus-Positiven sich in erster Linie, dass es da um Eisen geht und bei den Rhesus-Negativen um Kupfer. Und das geht doch bis hin zu diesem Archetyp von blauem Blut. Und es gibt Leute, die sagen, und auch da, es gibt halt Leute, die sagen, wir können das nicht so ohne weiteres nachprüfen, wir haben da keine statistisch relevanten Untersuchungen oder sowas. Ja. Zumindest sind die nicht öffentlich. Ich glaube, gemacht werden die schon. Mhm. Aber werden mit uns nicht geteilt. Ich möchte auch nicht, ganz ehrlich, da möchte man auch nicht wissen, was so in Zeiten so 30er, 40er Jahre, was da auch alles so an diesen die Dingen haben sich da wurde. Definitiv ganz groß damit beschäftigt. Nur kriegen wir das nicht mitgeteilt. Man lehrt das nicht an den Universitäten. Aber erzähl doch mal darüber, weil gerade in diesem Kontext mit Leitfähigkeit und Strom, Kupfer und Eisen, blaues Blut, rotes Blut, das ist schon auch irgendwie ziemlich abgefahren, die Richtung, die das so deutet. Ne? Ja, aber also da muss ich sagen, da habe ich selber noch einen ziemlichen Knoten im Kopf drin und kann das jetzt gar nicht so genau darlegen, weil es auch da wieder so viele unterschiedliche Angaben dazu gibt, bis hin zu, dass es unterschiedlich rhesus-negatives Blut gibt. Es gibt das, was auf Eisen basiert und es gibt das, was auf Kupfer basiert, was dann wieder dazu zu Erklärungen führt, rote Haare, grüne Augen, ne? Und die Eisengeschichte dann eher die blauen Augen sind. Aber so oder so hat es auch im weitesten Sinne ja irgendwas mit der Farbe Blau zu tun. Es hat ja auch immer was mit dem Sauerstofftransport und mit dem CO2-Ausstoß zu tun. Und Kinder, die auf die Welt kommen und unter den Auswirkungen leiden, dass die Mutter eben diese Unverträglichkeit hat, kommen oft blau auf die Welt, blau angelaufen, mit einer Blutarmut, weil eben der Sauerstoff nicht transportiert werden kann im Blut. Dann haben wir die königlichen Blutlinien, das blaue Blut. Also das sind alles nur so ein paar Hinweise oder Punkte oder Worte, die ich da jetzt mal so in den Raum werfen kann, ohne dass ich da selber schon genauer durchblicke. Oder in Indien die ganzen Götter, die alle blau dargestellt sind und sowas. Ja. Ja. Weil das ist wieder diese Sache, so göttliches Blut, irgendwie so ein wirklich genetischer Unterschied. So. Ja. Der dann eben auch eine Herrschaft irgendwie legitimiert. Und man sagt, hier, guck, wir haben halt einfach einen anderen Kodex. Ja. Und du bist halt nur Monkey Blood. Ja. Und das führt uns jetzt auch zu einem richtig heiklen Punkt von dieser ganzen Story. Wenn es denn so ist, dass die Herrscher, sagen wir jetzt mal die Bloodlines, tatsächlich versuchen, so auf über diese Genetik ihre Herrschaft zu legitimieren. Und ganz ehrlich, ich lehne das an sich ab. Weißt du, ich sage, ich nehme das denen ja gar nicht ab. Aber die argumentieren so, okay, wir haben ja diese besondere Genetik. Und wir haben auch schon angesprochen, dass darüber diskutiert wird, diese Rhesus-Negativ, das zu was ganz Exklusivem zu machen, was dann irgendwann nur noch eine einzelne Kaste hat und dass das man aus dem Volk rauszieht. Besteht da ein Zusammenhang zu dem, wie wir heute mit diesen Blutgruppen umgehen? Stichwort diese Spritze, die da den schwangeren Frauen verpasst wird, die ja eigentlich eine Impfung ist. Resogam heißt das, glaube ich. Hat das miteinander zu tun?
Es ist nur ein Verdacht. Äußerst heikles Thema, das ich aber trotzdem ansprechen und vielleicht auch eben jetzt mal aussprechen muss, weil es ein Verdacht ist, der sich über die Jahre erhärtet hat, in mir drin, intuitiv, wie auch immer. Seinen Anfang hat es genommen, weil du mich ja vorhin auch gefragt hast, wie ich überhaupt selber zu dem Thema gekommen bin. Also wie gesagt, ich bin Rhesus negativ, also trage das schon von Geburt an und wusste auch, warum auch immer, kann ich mich nicht erinnern, als Kind schon, dass da irgendwas dran ist. Und ja, dann spätestens zu dem Zeitpunkt, als ich mit unserem ersten Kind schwanger war, ist das dann natürlich wieder Thema geworden. Hast du dich mit Maffen eingelassen? Ja, so schaut's aus, ne? Blutmäßig vertragen wir uns eigentlich gar nicht. Und da kam dann natürlich durch meine Hebamme das Thema mit dieser Resogabenspritze auf. Also nochmal zur Erklärung, es ist so, wenn ich schwanger bin und klar ist, du bist positiv, ich bin negativ, heißt potenziell ist das Kind positiv. Ne? Ist während der Schwangerschaft natürlich noch nicht klar, kann erst nach der Geburt festgestellt werden, aber die Möglichkeit besteht, dass es positiv wird. 50-50 Chancen. Man könnte es wahrscheinlich genauer rausfinden, wenn man unser beider Blut genauer untersuchen würde und klar ist, ob du rezessiv das Rhesus negativ trägst oder nicht. Was aber ja im Normalfall nicht passiert. Der normale Gang der Dinge ist, dass ich in dem Fall in der 28. Schwangerschaftswoche eine Impfung erhalte mit diesem Mittel, was sich da Resogam nennt. In anderen Ländern ähnliche Namen, aber ist der gleiche Wirkstoff, sage ich mal. Was heißt Wirkstoff? Also das ist eine passive Impfung. Und darin enthalten sind Antikörper. Also darin enthalten ist genau das, was ich nicht entwickeln soll nach der Geburt. Der weitere Verlauf ist, das Kind wird geboren, sofort nach der Geburt wird Blut entnommen an der Ferse, was gruselig genug ist, was sofort ins Labor eingeschickt wird, um festzustellen, was hat das Kind für einen Rhesusfaktor. Hat es Rhesus positiv? Muss ich spätestens 72 Stunden nach der Geburt des Kindes erneut diese Impfung erhalten. Damit, falls sich unser beider Blut vermischt hat unter der Geburt, mein Körper als Erinnerung das nicht abspeichert, heißt keine Antikörper bildet gegen rhesuspositives Blut. Das, wenn ich erneut schwanger werden sollte, das Kind dann nicht abgestoßen wird. Hm. Das ist der normale Gang der Dinge. Wie gesagt, es ist eine Passivimpfung, steht in Deutschland auf der sogenannten roten Liste der offiziellen Impfstoffe. Aber es gibt keinerlei Nachweis für die Wirksamkeit. Es gibt keine einzige offizielle Studie, die die Wirksamkeit dieses Mittels belegt. Mhm. Ja, das haben wir öfter bei Impfungen. Aber. Eingeführt wurde es in den 60er Jahren. Seitdem ist es in Gebrauch. Ich bin zum Beispiel in den 70ern geboren. Meine Mutter hat das auch schon bekommen damals, als sie mit mir schwanger war. Also das läuft schon eine ganze Weile, dieses Programm. Ne? Weltweit oder sagen wir mal in den Ländern, wo es eben zu diesen Unverträglichkeiten kommen kann. Und wie du dich erinnerst, habe ich mich damals, als es akut oder aktuell war, natürlich auch kritisch damit auseinandergesetzt, soll ich mir das jetzt antun, diese Spritze, oder nicht? Und die Angst hat gesiegt damals, die Angst gepaart mit Unwissen, nenne ich es jetzt mal, obwohl ich mich damit auseinandergesetzt habe und ich habe mir diese Spritze damals geben lassen. Aber losgelassen hat mich das Thema danach dann nicht. Ich meine, wir hatten das Gleiche dann nochmal in der nächsten Schwangerschaft,
So, und jetzt habe ich mich einfach mal nochmal eine ganze Ecke intensiver damit auseinandergesetzt und habe eine Art Umfrage gestartet. Ich sage jetzt mal weltweit, also das habe ich im Internet getan, über Facebook, über bestimmte Gruppen, wo sich rhesusnegative Menschen treffen. Und habe ganz klipp und klar gefragt, sind hier Frauen, die mehrere Kinder gekriegt haben, die Mutter negativ, der Vater positiv, die in ihren Schwangerschaften diese Impfung bekommen haben, dieses Resogam gespritzt bekommen haben. Und da habe ich viele, viele, viele Antworten bekommen aus aller Herren Länder. England, Frankreich, Australien, Nordamerika, wo sich natürlich der Rhesus-Negativ-Faktor jetzt durch die Einwanderung von europäischen Menschen natürlich auch ausgebreitet hat. Und so wie ich das momentan beurteilen kann oder an den Antworten ablesen kann, ist es in 99% der Fälle wirklich so, dass diese Rhesus-negativen Mütter Rhesus-positive Kinder bekommen haben. Wow. Das ist jetzt echt heavy stuff. Ich meine, es ist nur ein Verdacht, den wir haben. Der Verdacht, um ihn ganz klar auszusprechen, ist einfach, dass diese Impfung, diese Resogam-Spritze, so absurd es sich vielleicht anhört, und es mag auch sein, dass da jetzt ein Shitstorm losgeht mit haufenweisen Erklärungen, dass das überhaupt nicht möglich ist, aber mein Verdacht ist ganz klipp und klar, dass diese sogenannte Impfung dazu dient, dass Rhesus-Negativ unter der Normalbevölkerung einfach nicht weitergegeben wird. Zumindest das einzudämmen. Einzudämmen, dass ein Großteil der Kinder, die auf die Welt kommen, mit einem rhesus-positiven Faktor auf die Welt kommen, wie es bei uns selber ja auch ist. Unsere Kinder haben auch beide rhesus-positiv. Mhm. Naja, dann könnte man im Einzelfall sagen, naja, ist ein Zufall so. Aber wenn das das Ding ist, es gibt dort eben keine Untersuchungen, auf die wir zurückgreifen können. Also du sagst, na hier, guck, da ist die Statistik. Deswegen hast du es auch selber gemacht und eben auch direkt Leute angefragt. Und das ist jetzt natürlich keine Statistik, die irgendwas beweist oder sowas. Aber es ist zumindest, erhärtet es den Verdacht. Diese Geschichte hinter diesem Impfstoff dazu dient, das langsam aber sicher ins Verschwinden zu lassen. Und dann gleichzeitig, wenn wir aber sehen, dass die Herrscher selber wiederum darauf ganz arg darauf bedacht sind, das unbedingt so diese Bloodline in dieses Rhesus-Negativ zu bringen, dann erkennen wir genau das. Also da soll dann eine Exklusivität stattfinden. Ne? Was ich noch dazu sagen muss, die einzigen Ausnahmen, die es gab, waren die Fälle, wo die Mütter null negativ waren. Mhm. Sobald das Blut null negativ im Spiel ist, scheint es vielleicht nicht zu funktionieren, wenn wir auch davon ausgehen, dass das Universalblut ist, unser ursprüngliches Blut ist. Das sind die Fälle, in denen es nicht funktioniert hat. Heißt, das sind die Fälle, in denen die Kinder negativ auf die Welt gekommen sind. Wie ist es bei deiner Mutter? Weil du hast ja gesagt, deine Mutter hat auch schon diese Spritze bekommen und du bist aber negativ. Ja, das stimmt. Du bist also auch eine von den Ausnahmen. Ich bin eine von den Ausnahmen. Ich bin aber auch das erste Kind. Vielleicht, obwohl bei den Frauen, wo ich nachgefragt habe, sind auch die ersten Kinder positiv auf die Welt gekommen. Wie gesagt, das ist nichts, was ich jetzt in irgendeiner Art und Weise beweisen oder belegen könnte. Es ist eine Vermutung, die aber mein Gefühl, was ich schon seit vielen Jahren mit mir rumtrage, traurigerweise irgendwie momentan bestätigt. Das ist halt schon heftig. Ich meine, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Wir sagen jetzt hier nicht, oh, lass die Hände weg von dem. Das ist nur Fragen, die wir stellen. Und wir sind auch in der Eigenverantwortung. Das heißt, wir müssen auch selber für uns verantwortlich handeln. Und aber diese Unverträglichkeit, die ist ja auch da. Also ich kann mich erinnern, damals die Hebamme, und wir haben jetzt auch eine Hebamme, die auch wirklich offen ist für, sagen wir mal, alternative Medizin und so weiter. Aber die hat auch darauf bestanden. Also das Problem dieser Unverträglichkeit, das gibt's wohl, oder?
Also das gibt's schon. Ja? Also ja, wir können deswegen nicht sagen, Leute, lass das alles weg und dann wird schon gut und, weißt, und dann passiert irgendwas. Das, also es gibt da schon dieses. Nee, das möchte ich pauschal, oder? Das möchte ich pauschal nicht sagen. Das wissen wir halt einfach nicht so genau. Ja. Aber der Verdacht ist halt. Weil es ja definitiv auch die Fälle gibt, in denen Mütter ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben und danach dann 5 Fehlgeburten hatten. Und da würde man eben heute erklären, naja, siehst du, das liegt an dem Rhesus. Während früher, weil ich meine, wenn es ja seit 100 Jahren oder die Rhesus-Geschichte erst seit den 40ern gibt, in den Jahrtausenden vorher, war es halt dann einfach so. Also dann gab es halt dann eben Ehen oder sagen wir mal Verbindungen zwischen Mann und Frau, wo halt dann das nicht überhaupt mit dem Nachwuchs. Vielleicht in den Zeiten, wo das Wissen darüber verloren gegangen ist, aber ich glaube schon, dass es auch Zeiten gab, in denen sich die Menschen darüber bewusst waren oder es auf irgendeine Art und Weise, sei es in Geschichten, Mythen, Ritualen, dieses Wissen weitergetragen haben, was mir da immer wieder in den Kopf kommt. Ja, sind wir wieder bei den Indianern, wo es ja angeblich eigentlich nicht da ist, aber ist das Ritual der Blutsbrüderschaft. Mhm. Ja. So, und was haben die da gemacht bei diesem Ritual? Sie haben Blut miteinander verbunden, indem sich die beiden, die an diesem Ritual teilgenommen haben, ihren Schnitt zugefügt haben und das Blut miteinander verbunden haben. Und jetzt ist es aber wohl offensichtlich so, dass wenn wir das jetzt tun würden, du hast dich ja leider noch nicht bereit erklärt, das mit mir mal auszutesten. Was machen wir? Dass wenn man Rhesus-positives und Rhesus-negatives Blut an der Luft zusammenbringt, dass es klumpt. Das heißt, das wäre ein offensichtlicher Beweis, für den man kein Mikroskop und keine Laboruntersuchung braucht. Es wäre ein ganz offensichtlicher und einfacher Beweis, unser beider Blut verträgt sich nicht. Also vielleicht gab es schon eine Zeit, in der die Menschen, wie auch immer, die Möglichkeit hatten, dieses Wissen weiterzutragen. Ich meine, das ist eben auch so in diesen ganzen Bloodlines gibt eben dann immer nur arrangierte Ehen, ne? Wo man vielleicht genau solche Dinge halt auscheckt. Vielleicht gar nicht jetzt mit einem Bluttest, aber vielleicht gibt es wiederum andere Parameter, wenn man die auscheckt, dann kommt man darauf, dass das passt. Also was nicht astrologisch oder sonst wie. Auf jeden Fall, dass man nicht zufällig das halt überlässt, wer mit wem, sondern dass man genau schaut, das muss passen so. Da spielen ja auch dann so Dinge rein, was weiß ich, Gerüche, Pheromone. Das lässt ja, ich meine, Blut ist ja auch wissenschaftlich betrachtet, Blut ist halt alles, diese Träger von Genetik, Träger von allen Nährstoffen, Heilung, alles läuft über dieses Blut. Ne? Und das ist schon eigentlich eine ziemlich heftige Erkenntnis, dass da manches halt nicht zusammenpasst. Und dass da eben der Verdacht ist, wir haben es schon am Anfang gehabt, dass eben schon vor langer Zeit vielleicht irgendwo in die Genetik des Menschen eingegriffen wurde, von wem auch immer, zu welchen Zwecken auch immer. Und dass letzten Endes wir heute auch diese Eingriffe haben. Mittels von Impfungen beispielsweise. Das ist halt schon heavy stuff. Definitiv ist es ein Maha-Thema für mich, ein Mega-Thema, ein ganz grundlegendes, was alle Menschen betrifft, was alle Menschen beeinflusst und was viel größere Auswirkungen hat, als das so allgemein hin bekannt ist oder angenommen wird. Genau. Deswegen stellen wir es auch heute vor, weil es ist ein mega wichtiges Thema. Und gleichzeitig ist es fast noch gar nicht präsent. Ja. Also jetzt in den deutschen alternativen Medien gibt es wirklich wenig bis gar nichts drüber. In Amerika schon ein bisschen mehr. Aber es ist. Wir sind an dem Punkt, dass wir merken, hey, hier ist was ganz Wichtiges. Wir verstehen es auch noch nicht ganz. Es wird sehr widersprüchlich dargestellt. Es gibt unterschiedliche Lager. Wir selber ordnen es jetzt auch keinem Lager unter oder sowas. Aber, nee, in keinster Weise. Es gibt gewisse Trends, die wir kennen. Es scheint halt dieses. Negativ scheint was Besonderes zu sein und es stellt sich auch man gewinnt den Eindruck, als ob das irgendwie aus dem Volk rauskommen soll, zu was ganz Exklusivem. Und das hat scheinbar auch wieder zu tun mit Macht, mit Herrschaft. Was mir gerade noch einfällt, was vielleicht noch erwähnenswert ist, weil wir bei den Merkmalen waren, ganz viele rhesus-negative Menschen sind Linkshänder. Das ist auch interessant. Ich selber ja auch.
Ich kenne auch einige andere. Vielleicht fällt dir ja jemand von den Prominenten ein, weiß ich jetzt gar nicht. Hat man schon mal Prinz Charles, ist der nicht auch Linkshänder, wenn der unterschreibt? Oder Obama, der hat doch auch immer mit links unterschrieben. Das habe ich jetzt so gar nicht im Blick. Doch, ich glaube, ja. Also das ist auch eins der Merkmale. Nicht bei allen der Fall, aber sehr gehäuft. Und da, das könnte man auch wieder weiterführen, die Linkshändigkeit, das, was hier immer als das Schlechte angesehen wird. Man gibt die rechte Hand, man schreibt mit rechts. Ich selber bin auch umerzogen worden, durfte nicht mit links schreiben. Und das ist so vielen anderen Menschen so gegangen. Der rechte Pfad ist immer der gute. Rechtschaffen. Ja, das ist ein bisschen links. Links ist immer täuschend und so. Ne? Ja, es ist echt sehr, sehr interessant. Ja. Wie ist es, wir sagen ja selber, das ist ein Thema, was im Prozess ist, ist noch nicht auserzählt, ist auch noch nicht durchverstanden. Nee. Und wir sagen ja auch, wir wollen auch mit so einer Sendung hier natürlich nur die Schwarmintelligenz ein bisschen inspirieren und gucken, hier Leute, hier ist ein Thema. Sehr so. Gerne. Nun gibt es da draußen wahrscheinlich doch auch einen Haufen Leute, die sie auch schon mit dem einen oder anderen, was wir erzählt haben, vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch schon hatten oder vielleicht noch dann noch weitergegangen sind, noch tiefer reingegangen sind oder vielleicht manche Dinge auch gegenteilig sehen. Das ist auch kein Problem, weil wie gesagt, wir sind nicht in einem Lager und manche Dinge scheinen widersprüchlich zu sein. Gibt es irgendeine Möglichkeit in Deutschland, gibt es schon irgendeine Plattform, wo man sich da austauschen kann? Wie können die Leute zum Beispiel mit dir in Austausch kommen, so, wenn die über das Thema sprechen wollen oder sich austauschen wollen? Also ich habe jetzt noch keine wirkliche deutschsprachige Plattform gefunden. Ich selbst bin da auch nur im englischsprachigen Bereich unterwegs und aus dem Grund habe ich jetzt dann auch eine Facebook-Gruppe gegründet, um da einfach einen Platz zu liefern, um all das diskutieren zu können, also auch gerne widersprüchlich und kontrovers. Aber es geht mir einfach darum, das überhaupt zum Thema zu machen und da auch mehr in Erfahrung zu bringen. Und das geht nur, wenn Menschen ihre eigenen Erfahrungen oder ihr eigenes Sein irgendwo mitteilen können. Mhm. Und die Facebook-Gruppe nennt sich Rhesus negativ, das etwas andere Blut. Und wer sich daran beteiligen möchte, jederzeit gerne. Okay. Auf Facebook, Rhesus negativ, das etwas andere Blut. Das etwas andere Blut ist momentan, ich sag mal, noch eine geschlossene Gruppe. Vielleicht ändere ich das auch irgendwann mal noch. Aber vielleicht ist es auch gut, da ein bisschen einen geschützten Raum bieten zu können. Dass man eben auch gleich sprechen kann, ohne da das genau. Gleich irgendwie. Weil es ist, wie gesagt, in vielen Dingen sind es kritische Bereiche. Ja. Blut, Genetik, Rasse, das ist natürlich schwierig und wird auch von vielen dann auch schnell auch manipulativ ausgenutzt. Schau, ich persönlich oder ich selber, ich wundere mich manchmal über diesen ganzen Kram, weil es ist ja, wir sind ja nicht nur Materie, wir haben auch eine Seele. Weißt du? Und aus Seelensicht ist das ja jetzt vielleicht gar nicht so entscheidend, weil ich meine, der Körper, das ist das Materielle und der stirbt irgendwann. Und wenn du das Bewusstsein hast von der Seele, dann spielen so Dinge wie Rasse auch gar nicht mehr so eine große Rolle. So. Aber in dieser Welt wird natürlich, werden diese Dinge sehr oft auch halt benutzt. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn man da einen geschützten Raum hat, wo man auch mal frei denken kann, ohne dass man gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss und überlegen muss, dass ich nichts Falsches sage. So. Ja, zumal ich auch davon ausgehe oder mir sicher bin, dass es da ziemlich viele abgefahrene Geschichten gibt, die man vielleicht auch nicht unbedingt gerne in der Öffentlichkeit erzählt. Man hört wirklich die freakigsten Dinge. Also ich meine, wir haben es ja schon eine Weile recherchiert. Auch das ist der Hammer, was du da für Geschichten hörst von Leuten, was die auch für Erfahrungen gemacht haben. Das geht bis hin zu so Themen wie die Men in Black und solchen Sachen. Also richtig abgefahren. So. Rund um dieses Blutgruppe Null negativ, da spielen sich die erstaunlichsten Dinge ab. Und bei all dem, wir haben halt gar nicht wirklich so statistische Grundlagen. Wir müssen es uns selber holen. Genau. Offiziell wird doch nicht geforscht darüber. Inoffiziell, da passieren die erstaunlichsten Dinge. So. Es geht ja bis hin, dass man sagt, Leute mit diesem Blut haben gesundheitliche Vorteile. Oder manche sagen auch wiederum Nachteile.
manche sagen, es gibt gewisse Krankheiten, die nur die angreifen. Ja? Andere sagen wiederum, wenn du diese Gruppe 0 negativ hast, dann bist du immun gegen viele Krankheiten. Manche sagen, wir wissen es nicht, manche sagen, bist du immun gegen HIV und diese Geschichten. Und das ist auch nur so angedeutet. Ja? Hinter dieser ganzen HIV-Geschichte, da steckt ja auch, da tun sie auch viele Fragezeichen auf. Und viele Leute sagen, das ist auch eine Krankheit, die man gemacht hat. Eine gezüchtete Krankheit. Eine gezüchtete Krankheit. Und tatsächlich hat diese HIV-Geschichte auch wieder zu tun mit Affenblut. Weil es ist nicht so die Story, dass man sagt, das kommt aus Afrika, das ist eigentlich eine Krankheit, die bei Affen war und die dann irgendwie auf den Menschen überspringt und so. Und wieder hast du diese ähnlichen Dinge so. Ja, und was ich noch gelesen habe, genau zu dem Thema, das ist die Aussage einer Ärztin, die beschrieben hat, dass nach dieser Risogam-Impfung man tunlichst keine Blutuntersuchung machen sollte. Weil wenn man das tut, kann es gut sein, dass dann im eigenen Blut HIV und Hepatitis nachgewiesen wird. Kurz nachdem man diese Risogam-Spritze bekommen hat. Das heißt, da verändert sich auch ein bisschen das Blutbild und so. Und da würdest du gleich wieder ein Parameter fallen, wo du dann auf einmal als AIDS-krank giltst. Also, spannendes Thema. Ich meine, da könnten wir wiederum eine eigene ganze Sendung draus machen, nur darüber sprechen. Aber es bleibt dabei. Es, rund um diese Geschichte null, negativ, ranken sich in alle möglichen Richtungen, geht der Kaninchenbau dort weiter. Und mir scheint es auch so zu sein, als ob das eins der ganz, ganz großen Themen ist, was sich über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende abspielt. Und da gilt es auf jeden Fall noch wesentlich mehr herauszufinden, ja, und für uns Menschen uns auch von dem zu befreien. Und wie gesagt, für mich ist das Allerwichtigste, weil ich habe auch sozusagen das Affenblut, aber es kümmert mich keineswegs, weil viel entscheidender ist doch auch, deine eigene Seele zu erkennen. Ne? Und da sind wir dann jenseits von diesen ganzen körperlichen, genetischen Dingen, die schon eine Rolle spielen, die schon wichtig sind, aber diese Fixiertheit darauf ist ja letztens auch eben so eine Fixiertheit, die halt diese, ich sag mal, die No-Soul-Fraction hat. Ja? Die schauen natürlich auf diese reine Genetik und da wollen sie ihre besondere Blutlinie züchten und so weiter, aber es ist eben ein rein materialistischer Blick drauf. Und wenn du ganzheitlich drauf schaust, dann ist es schon wichtig, welche Genetik du hast. Klar, natürlich ist es wichtig. Das macht dein Körper halt aus. Genetik sorgt dafür, kann ich schnell rennen oder nicht, welches Essen schmeckt mir. Zumindest auch so Dinge, all die Sachen so wie Geschmack, Geruch, das spielt da auch alles mit rein. So. Welche Dinge schmecken dir, welche schmecken dir nicht? Welchen Menschen kannst du riechen? Die ganzen Pheromone, es geht bis hin zu rund um den Bereich Sexualität und so weiter. Das hat auch alles irgendwie zu tun mit diesen Blutgruppen. So, ja? Was harmoniert miteinander, was eher nicht. Man könnte auch die Typenlehre der Homöopathie so ranziehen, auch da so. Ja? Aber das ist schon wichtig, diese körperlichen Dinge, aber es ist halt auch nicht alles. Ja? Nee, es ist nicht alles, das stimmt. Aber dennoch ein großes Thema und ein großes Rätsel. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Das Entscheidende scheint mir halt dann zu sein, wenn es halt wirklich so ist, das sollte es wirklich so sein, dass man versucht, diese Typ negativ aus der Masse der Menschen, aus dem Volk rauszubekommen, um sozusagen eine Exklusivität zu schaffen. Damit würde man sozusagen den eigenen Breakaway, diesen Abbruch, dieses Abgehoben, dass man auf einmal eine Elite darstellt, würde man dadurch dann eben manifestieren. Dann könnte man sagen, hier guck, wir haben diese besondere Genetik, ihr nicht, ihr seid Monkey People. Ja, und das läuft ja schon seit ewig langer Zeit. Also dieser Bruch ist ja, ne, schon vor ewig langer Zeit passiert. Was sich ja dann auch in der Verteilung von dem Rhesus-Negativ widerspiegelt. Wenn es jetzt nur noch 15% sind, also wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwann mal mehr waren oder alle waren. Jetzt haben wir es schon arg runter reduziert und vielleicht gibt es jetzt einfach andere Möglichkeiten, um es noch mehr einzudämmen oder ganz verschwinden zu lassen. Und die 15% sind auch schon wieder, vielleicht stimmen die ja schon gar nicht mehr. Aber wenn vielleicht so stimmen ist, die gar nicht wie mehr. Wie du sagst, also du schreibst Leute an und die sagen dir, gut, vielleicht ist das alles noch Zufall, aber fast alle, die dir da antworten, sagen, na, ihre Kinder sind dann ja, positiv. Wer ist dann noch negativ? Dann sind es nicht mehr so viele. Ja. So. Und wie ist es dann in ein, zwei Generationen? Ja. Also eben auf lange Sicht gedacht. Ja.
das ist, warum dieses Thema so ernst ist. Und warum es, glaube ich, wichtig ist, dass wir rausfinden, um was es da geht. Ja. Damit wir uns davor feilen. Weil da werden Tatsachen geschaffen und irgendwann ist es halt vorbei. Ja. Ja. Und dann wird es ganz schwierig, da wieder zurückzukommen. Wobei, da gibt es vielleicht auch ein paar Joker, so ein paar Möglichkeiten. Aber das ist, warum das so ein heißes, wichtiges Thema ist. Ja, Shanti, haben wir noch in diesem großen Komplex, ist die Zeit schon vorangeschritten, haben wir noch irgendwas Entscheidendes vergessen, irgendwelche ganz wichtigen Gedanken, die wir da noch hier reinbringen sollten. Wie gesagt, man kann das Thema, wir können auch viel weiter gehen. Aber fällt dir noch was ein? Ach, wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber das fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Das kann ich dir dann hinterher sagen, wenn die Sendung vorbei ist. Na, so gut, wenn es Resonanzen gibt oder Antworten von euch, kann man dann diskutieren. Und ja. Wie gesagt, es ist ja nicht auserzählt. Wir sind in keinster Weise, also, in keinster Weise. Und ich kann nur, also an mich selber, an dich und an alle anderen, die jetzt auch zuschauen, sagen, wir können nur unserer Intuition folgen bei dem Thema. Es gibt nichts, worauf wir uns da verlassen können, außer unser eigenes inneres Gefühl. Und das ist auch das, was mich schon immer geleitet hat. Ja. Und von meiner Seite auch noch, was mir echt ganz wichtig ist, ist, weil das eben so ein Thema ist, wo es dann schnell auch in Lager gehen kann und wirklich richtig heftig, das kann ein bisschen so rassenmäßig und so weiter und Eliten und Züchtung und so, heikles Thema. Und da wird dann sehr, sehr gerne dann auch scharf geschossen, aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, nochmal hinweisen, wirklich Entscheidendes hier drin. Ja, hier hast du eine Seele. Und von dieser Perspektive muss man dann auch diese Schlachten nicht so hart ausfechten, sondern sehen, okay, das ist nur ein Aspekt von unserem Leben. Doch, ist wichtig, weil wir Menschen sind jetzt hier im Fleisch und Blute, aber nur die blanken Materialisten und nur die No-Soul-Fraction, wie sie Webster Tarpley nennt, nur die sind so besessen auf diesem reinen Materiellen und für die werden da die Schlachten ausgefochten. Wenn wir hier diskutieren und auch von euch dann Kommentare oder so kommen, lass uns vom Herzen heraus argumentieren. Und dann muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen oder in dem anderen dann irgendwie den Gegner sehen oder uns da ausspielen lassen, weil letztens geht es darum, immer zu schauen, was vereint uns als Menschen. Und ich meine, okay, mag in diesen Blutgruppen, da mag es eben diese Unterschiede geben. Und fraglich genug, woher das kommt. Aber im Herzen, so auf Seelenebene, sind wir eins und da bringt uns erstmal nichts auseinander, oder? Ja. Und so ist es auch bei uns beiden, oder? Ja. Hältst du es trotzdem noch mit mir aus, wo ich hier das Affenblut trage? Ja. Ein bisschen kümmern um mich hier. Gutes ja. Schlusswort. Oder? Gutes Schlusswort, oder? Dann lass uns so zum Ende kommen und dann danken wir euch, dass ihr hier bei dem Thema dabei wart. Bei diesem schwierigen, komplexen, auch nicht immer lustigen Thema, aber sehr wichtigen Sache. Danke für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit und würde uns freuen, wenn ihr ein Feedback gebt, wenn ihr Kommentare schreibt, vielleicht Leute von euch, die eigene Erfahrungen haben, Ergänzungen, neue Ideen. Lass uns mit diesem Thema beschäftigen. Schwarmintelligenz, das ist, was wir heraushauen wollen. Ja, ja genau. Ja, und dann danke ich euch. Bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Schöne Zeit noch. Tschüss. Mit der Wissenschaft ist es so eine Sache. Egal wie brisant die Forschungsergebnisse sind, ob sie den Weg in die Öffentlichkeit finden, hängt einzig davon ab, ob sie in das Weltbild der vorherrschenden Mainstream-Wissenschaftler passt. Beim Thema Pyramiden lässt sich das besonders deutlich beobachten. Anfang Mai trafen sich die bekanntesten Pyramidenforscher im sauerländischen Lennestadt, um die neuesten Erkenntnisse aus 3 Jahren Forschungsarbeit zu präsentieren. Nuhu Wiso war als einziges Kamerateam vor Ort. Die Sphinx.
Seit Jahrtausenden bewacht sie genau an der Grenze zur Sahara das Gizeh-Plateau mit den drei großen Pyramiden. Lange Zeit war sie von Sand bedeckt, bis man vor 200 Jahren begann, die Schätze der längst untergegangenen Zivilisation auszugraben. Der neu entstandene Wissenschaftszweig der Ägyptologie verlangte schnelle Antworten und der Konkurrenzkampf zwischen französischen und britischen Ägyptologen um die Entzifferung der Hieroglyphen endete in dem vorschnellen Postulat, dass es sich um die Grabstätten der ägyptischen Pharaonen der 4. Dynastie handeln muss. Bis heute hält sich diese These hartnäckig unter Ägyptologen. Dabei sprechen die Fakten nach zwei Jahrhunderten Forschungsarbeit deutlich gegen die Grabthese. But every indication that so far that we find, you know, it's designed on prime numbers, it's based on astronomy, it has shaft pointing to the stars, they're using iron, indicates that it is something else. It is something completely different from what the Egyptologists think it is. Auf dem Fachkongress Secrets of the Sphinx trafen sich im sauerländischen Galileo Mystery Park Anfang Mai 2016 die bekanntesten interdisziplinären Forscher auf diesem Gebiet. Begleitet wurde die Veranstaltung von der Dauerausstellung zum Cheops-Projekt. Eigens hierfür ließ Dr. Dominik Görlitz eine kleine Version der Königskammer nachbauen, um den Besucher auf die dunklen Verfärbungen an der Decke hinzuweisen. Rückblende. Im April 2013 erprobten Dr. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann einige markante schwarze Stellen an der Decke der Königskammer. Um herauszufinden, was es mit den auffälligen Verfärbungen auf sich hat, entnahmen sie wenige Milligramm Gesteinsproben für eine materialtechnische Analyse. Und hier sehen Sie eine der Mikroelementanalysen spektrographisch, wo wir also in dieser schwarzen Patina eigentlich nur drei Elemente haben. Sie sehen es ja selber, Eisen, Sauerstoff und nochmal Eisen, also Eisen-2 und Eisen-3-Oxid. Das ist ein Befund, den man in einem Bauwerk der frühen Bronzezeit eigentlich nicht finden sollte. Und dank der Erfahrung des norwegischen Schiffbauingenieurs Arne Osmundsvag haben wir dann gemeinsam diesen metallurgischen Befund in eine Transporthypothese weiterentwickelt, dass diese Bleche dafür waren, insbesondere beim Heben der Steine, an diesen Stellen den steinharten Granit vor sich selber zu schützen. Und uns ist es gelungen, in nur 4 Stunden an beiden Seiten den Stein in etwa 20 cm anzuheben. Und das nimmt nur 2 Leuten, die gehämmert haben und 2 Leuten, die die Keile nachgelegt haben. Also das ist 1000-mal effektiver, als eben bisher die klassische Ägyptologie mit ihrer Rampentheorie vorschlägt. Bei den Untersuchungen im April 2013 konnte Dominik Görlitz auch eine winzige Probe der roten Wandmalereien in der obersten Entlastungskammer gewinnen. Aus jener roten Farbe besteht auch die berühmte Cheops-Kartusche, der Beweis für Cheops als Bauherrin. Die Kartusche selbst hatte Dr. Dominik Görlitz nicht angerührt, aber genau dies wurde später von Dr. Zahi Hawass, dem früheren antiken Minister, behauptet. Weltweit war die Empörung über die deutschen Forscher groß, doch sie waren unschuldig. Dennoch wanderten zunächst die 6 ägyptischen Begleiter in den Knast und dann die Namen von Görlitz und Erdmann sowie der des Nuviso-Kameramanns, der die komplette Forschungsarbeit in der Pyramide dokumentierte, auf die Fahndungsliste von Interpol. Wir haben das jetzt auch im Zuge des juristischen Prozesses ganz klar und deutlich nochmal sehr umfangreich dargelegt, dass wir eine Genehmigung gehabt haben, dass die Ägyptologen, die Inspektoren, die dabei waren, uns im Grunde unsere Arbeit haben tun lassen. Wir haben eine Leiter gehabt etc. Diese ganzen Dinge sind bekannt. Die Notwendigkeit der Verteidigung in diesem Fall veranlasste Stefan Erdmann auch die Geschichte der Entdeckung der Cheops-Kartusche noch einmal genauer zu studieren. Hierfür nahm er Einsicht in die originalen Tagebuchaufzeichnungen des Entdeckers Howard Weiss. Warum rätselt denn der Howard Weiss in seinem Tagebuch? Warum macht er sich Gedanken darüber, wie die richtige Schreibweise ist? Mit einem leeren Kreis oder mit einem Kreis mit Strichen? Er rätselt also hier über die richtige Schreibweise. Humphrey Brewer ist ein Mann, der ein Steinmetz, der für Howard Weiss gearbeitet hat. In diesem Brief steht, dass es Streit gegeben hat,
dass er entlassen worden ist und er hat beobachtet, wie Hill und Raven in die Pyramide gegangen sind mit einem Eimer roter Farbe. Verblichene Zeichen wurden übermalt und einige waren neu. Der wissenschaftliche Nachweis einer gefälschten Kartusche wäre für die etablierte Mainstream-Ägyptologie ein Desaster. Denn damit würde der einzige Beweis nichtig werden, welcher Cheops als Bauherrin der Pyramide identifiziert. Fällt dieser Beweis, müsste die Pyramide aufgrund aller anderen vorliegenden Fakten deutlich umdatiert werden. Es wird nie beachtet in unserer Archäologie, dass es altarabische Historiker gibt. Ibrahim Abdul al-Masudi, al-Makrizi, die haben alle über die Pyramiden geschrieben und alle sagen, die Pyramide sei vor der Flut gebaut worden von einem König, der hieß Saurit. Und dann ergänzen sie, Saurit ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Und da sind wir wieder im Spiel. Das alles ist viel älter. Die offizielle Archäologie ist falsch. Robert Schoch hat recht. Alles viel älter. Professor Dr. Robert Schoch von der Boston University ist Geologe. Die Verwitterungsspuren am Taltempel und der Sphinx sind für ihn eindeutige Hinweise auf das Alter dieser Riesenskulptur. And what I found very early on is that you look at this weathering and erosion, this was caused by rain, by water coming down. This is a gully formed by lots of water that was running down. It's a erosional gully. The thing is, it should not be there. I've looked at an incredible number of possibilities, and I'm convinced that comes down to the very simple, and it's really very simple geologic explanation that it was rain, lots of rain over extended period of time. It has to go back to that earlier climatic period, and it has to go so far back that you can account for the level and degree that we see. Auch seismische Messungen, welche das Team um Robert Schoch bereits in den 1990er Jahren durchführte, brachte sensationelle Ergebnisse ans Tageslicht, welche aber bis heute kaum Beachtung gefunden haben. We found a cavity under the left paw. There's some kind of chamber and it looks artificial. It has yet to be explored. For decades now, I have not made progress as far as getting permission. I am hopeful that now that there have been, we'll call it, in America we say regime changes, different governments in power, different people, a new generation, in fact, of archaeologists and scientists and antiquities people in Egypt, that now maybe in the next couple of years we will be able to gain access, get permission, or someone will be able to go into that chamber. Es gibt in Ägypten also noch viel zu entdecken und viele Rätsel zu lösen. Das Cheops-Projekt hat neben dem internationalen Skandal auch viel Positives bewirkt. Es weht ein frischer Wind in der Pyramidenforschung. In den letzten Jahren konnten viele neue Daten gewonnen und ausgewertet werden. Mit der Ausstellung Das Eisen der Pharaonen ist es Dr. Dominik Görlitz gelungen, den neuesten Stand der Pyramidenforschung anschaulich zu präsentieren. Und diese Ausstellung ist im Grunde genommen das Produkt von 3 Jahren Grundlagenforschung im Zusammenhang des Cheops-Projektes, wo ich alle Hintergründe zur Gestehung der Pyramiden, zur möglichen Nutzung des Eisens im Altertum, aber auch darüber hinaus schon wieder neue Forschungsergebnisse, wie die ägyptische Kultur mit der mesopotamischen, aber auch mit dem kaukasischen Kulturbereich interagiert haben könnte. Stichwort, dass das Eisen der Pharaonen möglicherweise aus Armenien, Georgien stammt. Und das macht eben Wissenschaft so interessant, wenn man sich selber keine Grenzen setzt, sondern wenn man die Ergebnisse, die Interpretation offen lässt, dann kommt man zu ganz neuen Schlussfolgerungen. Und diese Ausstellung hier ist letztendlich der Versuch, den Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, das zu entdecken, was wir in der Pyramide vor 3 Jahren entdecken durften. Auf über 400 Quadratmeter können Besucher des Galileo Mystery Parks noch bis zum 22. November 2016 die Ausstellung zum Cheops-Projekt besuchen. Alle Beiträge des Kongresses Secrets of the Sphinx gibt es natürlich auch auf DVD und im NuWiso Premium-Bereich auf unserer nagelneuen Webseite.
Vielen Dank fürs Anklicken. Ich freue mich auf eure Kommentare und Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.